Moin am Sonntag, herzlich willkommen. Wir feiern wieder gemeinsam Online-Gottesdienst. Schön, dass du auch dabei bist. Jede Woche besuchen wir einen besonderen Ort in Cuxhaven. Letzte Woche wollten wir hoch hinaus. Wir waren zu Gast bei Hochdonner und haben die Aussicht genossen. Heute möchte ich dich mitnehmen zum Feuerschiff Elbe 1. Unser Thema lautet Anker, fester Halt. Unser Pastor Uli Flottmann ermutigt uns mit einem biblischen Impuls, unseren Anker richtig zu setzen. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich gerne noch mit euch beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass wir hier ausspannen können. Du schenkst uns immer wieder die Zeiten und wir danken dir, dass du uns auch ja diese schönen Plätze in Cuxhaven geschenkt hast. Ja, lass sie uns immer wieder richtig genießen. Herr Jesus Christus, du weißt aber auch, dass wir tief beunruhigt sind über diesen Coronavirus und wir möchten dich bitten, dass du jeden einzelnen Menschen schützt und behütest und bewahrst. Wir möchten da ganz auf dich vertrauen. Amen. Wir sehen uns gleich wieder beim Feuerschiff Elbe 1. Lasst euch in der Zwischenzeit mitnehmen durch einige Bilder, die wir euch zeigen werden. Bis dann. Du bist Liebe, du bist Liebe, du bist die Luft, die ich zum Atmen brauch. Wenn ich nicht weiter weiß, bist du die Wahrheit, bist du der Heimweg in der Nacht. Du hältst mich auf der Spur, du bist der Boden, auf den ich bau. Wow, Uli, steifer Wind. Ja, aber guck dir mal das Schiff an. Ich finde das fantastisch, dass das hier im Hafen liegt. Und dieser rote Rumpf und diese geschwungene Linie, wieder ein Segelboot, das finde ich am besten. Also die Farbe beeindruckt mich auch. So ein schönes rotes Schiff. Ja. Musste man ja auch immer gut sehen, wenn das da vor sich zu lag. Ja, das war sicherlich wichtig. Es ist auch ganz schön lang, wenn ich so von hier gucke, ne? Irgendwie 53 Meter oder so. Ja. Das längste, größte Feuerschiff, was es auf der Welt gibt. Oh weia, das wusste ich noch gar nicht. Ja, klasse. So, jetzt mal an Bord. So, jetzt kommen wir hier auf Deck. Ja. Und hier sind wir auch schon. Wir befinden uns auf der Elbe 1, auf dem Feuerschiff. Und wir sind ganz dankbar, dass wir heute hier sein können, dass wir von hier aus senden können. Die Elbe 1 ist ein Museumsschiff und man kann einen Rundgang machen, wenn man möchte. Man kann aber auch, und das ist besonders klasse, die Elbe 1 ist nämlich noch fahrtüchtig. Ja. Und das hat mich sehr überrascht. Man kann sie buchen, man kann sie sehen und man kann auf ihr fahren. Ja. Also das ist wirklich richtig gut für so ein Museumsschiff. Ja, das ist sehr schön. Ja. Das ist eigentlich noch mal was ich gerne machen möchte. Ja, ich habe auch überlegt, nur ich weiß nicht ganz genau, ob ich das so gut vertrage, diese Seefahrt. Ja, okay. Ja. Wir treffen uns gleich mit jemandem. Und zwar wollen wir die Mannschaft sozusagen des Fördervereins treffen. Wir treffen Kapitän Petersen und den Vorsitzenden, Herrn Lohse, den Vorsitzenden des Fördervereins. Ja, und die wollen uns auf der Brücke begrüßen. Ganz genau. Dann gehen wir da mal hin. Okay, gut, dann mal los. Mal los. Ja, wir sind jetzt hier auf der Brücke angekommen und treffen Herrn Petersen und Herrn Lohse. Schön, dass Sie da sind. Moin. Moin. Ja, wunderbar. Ja, moin. Dieses Feuerschiff, wir wissen nicht so allzu viel darüber. Was wäre denn das Wichtigste, was man so über so ein Feuerschiff sagen müsste? Ja, das Wichtigste ist vielleicht, dass ein Feuerschiff ein schwimmendes Seezeichen ist. Und die Elbe war ein schwimmendes Seezeichen, Elbe 1 war ein schwimmendes Seezeichen, ungefähr 40 Jahre lang auf Außenpositionen der Elbe. Bis zu drei andere Feuerschiffe lagen hier auch noch auf der Elbe bis hier zur Kugelbake. Und die Elbe 1 eben als größtes Feuerschiff, das jemals gebaut wurde und ich glaube auch das bekannteste überhaupt. Generationen von Seeleuten sind hier bei uns vorbeigefahren und von daher
ist diese Position, auf, also diese Außenposition der Elbe 1 eigentlich einmalig. Wie schon gesagt, das Schiff war ein schwimmendes Seezeichen. Das heißt, die Schiffe wurden durch dieses Feuerschiff in die Elbe hineingeleitet. Ja, genau. Es war auch ein bemanntes Schiff damals. Es war ein bemanntes Feuerschiff. Heute hat man das nicht mehr. Wir haben, der Vorgänger wurde noch mit 15 Mann gefahren. Das ist auch 1936 untergegangen mit allen 15 Leuten. Und eigentlich alle deutschen Feuerschiffe waren damals bemannt. Also ja. Auch die in der Elbe lagen. Genau, das ist heute nicht mehr so. Dann wurde es zu teuer und es wurden also andere Systeme angeschafft. Ja, okay. Das Schiff liegt nicht mehr auf Position, wo Elbe 1 war, sondern wird jetzt von einem Verein gefördert, gepflegt. Sie gehören dazu. Mögen Sie uns sagen, wo Ihr Herz für die Elbe 1 schlägt, für dieses Schiff? Also bei mir eindeutig. Ich war 49 Jahre lang Seemann, bin 1970 angefangen, fahre seit 1981 als Kapitän auf verschiedenen Schiffen, bin letztes Jahr in Rente gegangen und wenn man so ein Schiff wie die Elbe 1 sieht, dann ist man verliebt da drin. Das, ich denke, das geht an keinem Seemann vorbei und also für mich war das eine gute und große Chance, sag mal, dass ich mit Herrn Lohse da zusammenkam, der als erster Vorsitzender hier fungiert und gleich nach meiner Pension, also ein paar Tage nach meiner Pension, bin ich hier eingestiegen. Mhm. Und ja, das lässt einen eigentlich nicht los als Seemann. Ja, und der Lohse? Für mich war das auch wichtig, weil wir schon als mit Kindesbein bin ich mit meinem Onkel mit dem Kutter schon rausgefahren. Da war der erste Erlebnis, dass Elbe 1 da lag. Und dann haben wir die ja nun eigentlich immer wieder gesehen. Entweder kamen wir rein mit vollem Beutel und dann sind wir wieder rausgefahren. Nach drei Tagen war der Beutel leer. Und das waren dann so solche Erlebnisse. Und ich, damals, als der Verein neu gegründet wurde, 2001, bin ich gleich mit angefangen und bin seit 2003 erster Vorsitzender bei diesem Verein. Oh ja, sind Sie schon sehr lange dabei. Ja, ja. Schlechtes Herz. Genau, das ist eine lange Zeit. Was würden Sie denn sagen in diesen Zeiten, was sind denn so die größten Herausforderungen jetzt für Sie, für dieses, ja? Ja, für uns sind das die größten Herausforderungen, dass wir quasi stillgelegt sind und eine aufgiebige Zeit machen müssen aufgrund der Enge auf dem Schiff können wir weder Museumsdienst machen noch warten. Mhm. Damit wir die Corona-Regeln einhalten, die können wir nicht anders einhalten. Und dadurch haben wir natürlich einen Einnahmeverlust und können dieses Jahr kaum was ins Schiff stecken. Mhm. Ja, das ist wahr. Wir würden das gerne unterstützen. Und wenn du als Zuschauer das auch unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Wir werden die Bankverbindung in der Leiste einblenden. Und der Förderverein freut sich über jede Unterstützung. Und wir freuen uns, dass wir wirklich hier sein dürfen und hier filmen dürfen. Dankeschön. So, ja, dafür danken wir uns auch ganz herzlich. Ja. Wäre vielleicht noch hinzuzufügen, wir haben eine Internetseite, wo man auch die Bankverbindung und auch die Information über die Elbe 1, auch die momentane Situation, also mit Informationen da gut bestückt ist. Genau, und in unserem YouTube-Kanal kann man das auch unten in der Leiste finden, auch noch mehr Informationen über die Elbe 1, das ist verlinkt. Und von daher könnt ihr alle Informationen bekommen, die ihr möchtet, über dieses interessante Schiff. Ja, ich bin jetzt ganz gespannt auf unser Thema Anker, fester Halt. Ulrich Flottmann wird uns einige Gedanken dazu mitteilen. Und dazu begeben wir uns auf einen anderen Ort, auf diesem Schiff. In der Zwischenzeit seht ihr einige Bilder hier von dem Schiff. Lasst euch mitnehmen. Der Himmel leuchtet. Die
Die Elbe 1 gehört für mich zu den maritimen Highlights hier in Cuxhaven. Ich freue mich sehr, dass dieses Schiff erhalten geblieben ist, obwohl es ja jetzt durch unbemannte Feuerschiffe, Leuchtbojen und Radar- und Satellitensignale abgelöst worden ist in seinem Dienst. Ich danke dem Verein Feuerschiff Elbe 1 und dem Vorstand, dass wir hier auf diesem Schiff drehen dürfen. Und ich habe mich, seitdem die Zusage gekommen ist, dass das geht, auf diesen Drehtermin gefreut. Schon als Kind mochte ich die Seefahrt gerne. Ich habe Seefahrergeschichten gelesen, habe Modellschiffe gebaut und habe alles Maritime, was ich irgendwie finden konnte, gesammelt. So ein Feuerschiff ist ja nochmal etwas Besonderes. Alle Schiffe, die an ihm vorüberzogen, hatten eine bestimmte Order. Nach Boston, nach New York, nach Melbourne oder aber nach Stavanger, Esbjerg oder Yokohama oder irgendeinem anderen Ort in dieser Welt. Nur dieses rot angestrichene Schiff in der Elbmündung hatte in seiner Dienstzeit nie ein Reiseziel. Seine Aufgabe war es, dort in der Elbmündung zu liegen und anderen Schiffen bei Wind und Wetter Orientierung zu geben. Das ganze Jahr, jeden Tag, jede Nacht, das Blinkfeuer, 5 Sekunden weißes Licht, 5 Sekunden Pause. Gleichtakt. Wiederkehr. Im 10-Sekunden-Takt. 5 Sekunden weißes Licht, 5 Sekunden Pause. So war das unverwechselbare Erkennungslicht an der Hauptansteuerungsmarke zur Elbmündung. Die Elbe 1 hat so in seinem Dienst jährlich über 90.000 Seeschiffen den Weg gewiesen. 5 Sekunden hell, 5 Sekunden dunkel. 5 Sekunden hell, 5 Sekunden dunkel. Noch etwas anderes hat mich und an diesem Schiff fasziniert und fasziniert mich bis heute. Damit dieses Schiff dort Orientierung geben konnte für andere Schiffe, musste es ja an dieser Stelle in der Elbmündung fest liegen bleiben. Und dazu hatte die Elbe 1, also hier die Bürgermeister Oswald II, einen besonderen Anker und eine besondere Kette. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Und dazu gehen wir jetzt einmal hier runter in den Ankerspielraum. Ja, wir sind jetzt hier im Ankerspielraum der Bürgermeister Oswald II. Und hier seht ihr die fette Ankerkette und hier hinter mir ist das Ankerspiel. Die Oswald II hatte einen besonderen Anker, nämlich einen Pilzanker. Und diesen Pilzanker, den könnt ihr vorne am Bug sehen. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner schwarzer Buzzer am Bug der Elbe 1. Aber so klein ist der gar nicht. Der wiegt nämlich 3 Tonnen, dieser Pilzanker. Und außerdem hat das Schiff eine 250 Meter lange Ankerkette, die aus besonders vergütetem Mangalstahl ist, der besonders zugfest ist. Und dieser Anker und diese Kette, die hielten das Schiff auf Position. Wenn das Schiff auf Position war, warf es den Anker, er fiel auf den Meeresboden und dann ließ man noch so viel Kette runter, dass man 3 Kettenlängen mehr als Wassertiefe hatte, sodass die Kette auf dem Meeresboden lag und die Kette alleine hatte so ein Gewicht, dass sie die Bürgermeister Oswald II auf Position halten konnte. Wenn das Schiff durch Wind und Wellen gezogen wurde, dann schliff die Kette über den Meeresboden und gab ein bisschen nach und so wurde ein Reißen der Kette verhindert und die Elbe 1 lag auf Position, auch wenn Wind und Wellen das Schiff ordentlich gebeutelt haben. Der Pilzanker, der sorgte dafür, dass das Schiff, so wie es gebaut war, war es von den Gezeitenströmen abhängig. Wenn sich das in den Gezeiten drehte, dann konnte sich der Pilzanker mitdrehen und drehte sich immer wieder in den Meeresgrund. Und auch so wurde das Schiff gehalten, egal welche Gezeiten da waren und wie Wind und Wellen es hin und her gewogen haben. Für mich ist das ein starkes Bild. Ein fester Halt, den wir auch im Leben brauchen. Jeder braucht einen festen Halt im Leben, ist meine Überzeugung. Wenn Lebensstürme kommen und uns hin und her wiegen oder wenn wir auf Position bleiben wollen gegen andere Meinungen und Einflüsse, die uns wegtreiben wollen. Oder aber wenn irgendwelche Dinge in unser Leben hineinkommen, die uns ordentlich beuteln. Oder das Gegenteil ist da. Wenn unser Leben so seicht vor sich hin dümpelt
und wir unmerklich von dem Standpunkt, den wir eingenommen haben, weggetrieben werden. Wir brauchen auch einen Halt, wenn nichts mehr hält. In der Bibel gibt es die Psalmen, die sind so ein bisschen das Liederbuch der Bibel. Und die Psalmen, die erzählen von Menschen, die ihren festen Halt in Gott gefunden haben. Da liest man zum Beispiel in dem Psalm 145, Vers 14, der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Psalm 3, Vers 6, ich liege und schlafe ganz und erwache, denn der Herr hält mich. Wie gut ist das denn? Halt bei Gott, der uns ruhig schlafen lässt. Psalm 63, Vers 9. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Gott als fester Halt im Leben eines Menschen. Wie kann das sein? Mir sind drei Dinge wichtig geworden, die einen Menschen halten, aus meiner Sicht zumindest. Das erste, du musst wissen, wer du bist. Das zweite, du musst wissen, wofür du da bist. Und das dritte, du brauchst einen Halt, wenn nichts mehr hält. Du musst wissen, wer du bist. Ich will da nicht groß philosophisch rumschwafeln. Aus meiner Sicht, und das glaube ich, ist es so, dass Gott möchte, dass du, dass ich, dass wir hier auf dieser Erde sind. Wir sind von ihm gewollt und gemacht. So unvollkommen uns manches vielleicht auch vorkommt und wir denken, na Mensch, hat sich da an dieser Stelle nicht Gott ein bisschen vertan in meinem Leben? Wir sind nicht mehr im Paradies. Und trotzdem, egal wie du auf diese Welt gekommen bist, was Menschen über dein Leben sagen, von Gott bist du, bin ich willkommen geheißen. Gott sagt einmal in seinem Wort, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Er sagt das zuallererst zu seinem Volk Israel. Aber ich glaube, diesen Satz, den kannst du und den kann ich für mich persönlich auch hören. Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand sagt, hallo, du da mit dem etwas weniger Haaren da und dem blauen Hemd, oder ob jemand sagt, hallo Uli. Da, wo jemand meinen Namen sagt, da fühle ich mich persönlich angesprochen und da kommt es zu einer Beziehung. Und so ist das bei Gott. Gott möchte zu dir und zu mir persönlich werden. Er ruft uns bei unserem Namen. Er kennt uns. Vielleicht sagst du, das weiß ich gar nicht, ob Gott mich beim Namen ruft. Ich habe ihn noch nie mit meinen Ohren gehört, dass er meinen Namen gerufen hat. Und ich weiß gar nicht, ob ich zu Gott gehören will. Und das mag sein, dass du das noch nicht für dich entdeckt hast. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache von Gottes Sicht her und bei dieser Frage, wozu du da bist, dass Gott will, dass du da bist und dass Gott in Beziehung mit dir und mit mir kommen möchte. Dort, wo das in unserem Herzen zusammenkommt, die Liebe Gottes und unser Vertrauen zu ihm, da wird diese Verbindung geknüpft, die uns einen festen Halt gibt. Auf einmal spürst du, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm. Und das gibt mir Halt im Leben. Ich glaube zutiefst, dass das die Identität von uns Menschen ausmacht. Dass wir wissen, wir gehören zu Gott. Du musst nicht mehr kämpfen um deine Daseinsberechtigung, sondern sie ist längst geklärt, bei Gott geklärt, weil du von ihm gewollt bist. Ein zweites, du musst wissen, wofür du da bist. Das zweite ergibt sich aus dem ersten, wenn du da bist, weil Gott das gewollt hat, dann ist der Sinn, dass wir da sind, dass wir für ihn in dieser Welt leben, in der wir sind. Das heißt nicht, dass du ständig in die Kirche laufen musst und du musst auch nicht Pastor werden. Es muss nicht jeder Pastor werden, das wäre super langweilig. Sondern das heißt, da wo du bist und wer du bist, dass du mit deinem Leben mit Gott unterwegs bist. Verstehst du, es geht um unser Sein als Person. Du kannst hier im Hafen arbeiten oder im Büro, zu Hause oder im Garten oder egal, wo du deinen Beruf hast. Du kannst klein sein, Kind sein, Erwachsener sein, Mann, Frau, egal. Du mit deinem Leben, da wo du bist, für Gott.
indem du mit ihm redest über das, was dich beschäftigt, indem du Kraft schöpfst aus der Beziehung mit ihm und indem du ihn mit deinem Leben ehrst. Das macht Sinn. Wenn Gott dich mit seinem festen Halt an deinem Platz hält, dann kannst du deinen Weg gehen und deiner Berufung nachgehen. So wie die Bürgermeister Oswald II dort an der Elbmündung lag und anderen Orientierung gegeben hat. Das war ihr Platz. Das Dritte, wir brauchen einen Halt, wenn nichts mehr hält. Die Corona-Krise hat viele Menschen gebeutelt und hat sie hin und her geworfen. Und sie tut es auch noch bei Menschen. Und das ist nur eine Situation, die Menschen auf die Suche gehen lassen hat, wo ist der Halt? Was hält mich jetzt in dieser Zeit? Und da gibt es ja noch ganz andere Lebensherausforderungen, die Menschen hin und her werfen. Und dann ist da auch noch unser Sterben. Sorry, wenn ich das jetzt hier so sage, aber wir denken ja darüber nach, was gibt uns Halt, wenn nichts mehr hält? Und am Ende unseres Lebens müssen wir alles loslassen, was wir in unserem Leben festgehalten haben und wovon wir uns Halt erhofft haben. Was hält, wenn wir das loslassen müssen, was uns im Leben wichtig war? Ich glaube, dass Gott ein großer, lebendiger Gott ist, der größer ist als Raum und Zeit, in dem wir uns befinden. Und Gott, weil er so groß ist, können wir uns in seine Hände fallen lassen. Gott fängt uns auf, wenn nichts mehr hält. Du kannst diesen Gott, vielleicht hört sich das sphärisch an, wenn ich sage, dieser lebendige Gott, der größer ist als Raum und Zeit, aber du kannst diesen Gott schon mitten in diesem Leben erleben, weil er da ist und erfahrbar ist. Ich war in den letzten Tagen bei jemand, der schwer erkrankt war, zum Krankengebet. Und wir kamen ins Gespräch und ich habe gesagt, du, ich weiß nicht, was Gott tut, wenn wir für dich beten. Bist du bereit, auch zu gehen, wenn Gott das für dich vorgesehen hat? Und dann schaute mich die Person an und sagte, mein Leben ist in Gottes Hand. Und so wie er es macht, ist es gut. Was für ein starkes Bekenntnis. Ein Mensch hat Halt in dem lebendigen Gott. Noch etwas anderes beschäftigt mich hier durch die Elbe 1 und durch das, was ich gelesen habe. Und dazu muss ich mit euch noch an eine andere Stelle hier im Ankerspielraum gehen. Ich gehe mit euch jetzt hier zu einer besonderen Stelle im Ankerspielraum, nämlich hier zum Sliphaken. Es gab Situationen, da ist die Elbe 1 in so schwieriges Fahrwasser gekommen, bei Sturm und Wind, dass sie in große Not geraten konnte. Und der Kapitän hatte die Möglichkeit, in der allergrößten Notsituation, dass er den Sliphaken betätigen konnte. Und mit dem Sliphaken wurde die Ankerkette ausgeklickt und die Kette rasselte auf den Meeresboden und die Bürgermeister Oswald II war frei. Mir ist das ein starkes Bild geworden und ich weiß, dass die Bilder natürlich ihre Grenzen haben, auch das Bild von Gott mit Anker und Kette, aber mich hat das berührt, weil ich Menschen begegnet bin, die haben ihren Glauben und Gott geslippt, über Bord geworfen. In der Kinderzeit war meine Mutter schwer krank, sagte mir jemand. Alles Beten hat nichts genützt, sie ist gestorben. Und da war ich mit Gott durch. Da war ich fertig mit ihm. Oder Menschen haben ein schlimmes Gottesbild vermittelt bekommen. Von dem lieben Gott, der genau aufpasst, was du tust. Und das wurde dann vermittelt und wurde gesagt, pass auf, was du tust, sonst gibt's was auf die Finger von dem lieben großen Gott. Und irgendwann haben die Menschen das über Bord geworfen, dieses Gottesbild, und haben gesagt, mit so einem Gott möchte ich nichts zu tun haben. Oder Menschen haben durch Gottes Bodenpersonal, sind verletzt worden, zutiefst enttäuscht worden. Und ich muss sagen, leider ist Kirche und Gemeinde und Menschen, die Gott nachfolgen, nicht immer auf der Position, dass sie Gott ehren mit ihrem Leben. Und anstelle dessen verletzen sie Menschen, verwunden sie und irgendwann reicht es diesen Menschen und sie slippen ihren Glauben mit allem drum und dran.
Mit Kette und Anker, mit Kirchenzugehörigkeit und Gott. Schluss, aus, vorbei, Sie sind damit durch. Und oft bleiben, und das ist mir im Gespräch mit solchen Menschen deutlich geworden, unter den Wunden, oft bleibt da eine tiefe Sehnsucht nach einem wirklich festen Halt. Und dass da jemand ist, der sie hält. Vielleicht gehörst du zu denen, wenn du jetzt zuhörst, die ihren Glauben und Gott geslippt haben. Mich beschäftigt das. Was passiert mit dem Anker und der Kette, habe ich den Herrn Hewiker gefragt im Vorfeld, als wir telefoniert haben. Was passiert mit der Kette und dem Anker? Ja, sagt der Herr Hewiker, ganz einfach, wenn der Haken ausgeklinkt wird, dann rasselt die Kette aus dem Kettenraum und fällt auf den Meeresboden und bleibt da liegen. Ja, und dann, habe ich gesagt, ja, wenn das abgewettert hat, fährt das Feuerschiff wieder auf Position, man schickt einen Taucher runter, es wird ein Seil an die Kette gebunden, man zieht die Kette hoch und dann klickt das Schiff die Ankerkette mit dem Anker dran wieder ein und kann auf Position stehen. Ein starkes Bild. Kette und Anker bleiben dort. Gott bleibt. Gott bleibt auf Position. Gott wartet. Gott wartet auf die, die glauben und ihn geslippt haben. Und Gott hält das auch aus. Gott ist größer in seiner Liebe. Gott ist barmherziger. Gott hat mehr Überblick. Er hat alles in der Hand. Und Gott hält das auch in seiner Barmherzigkeit aus, wenn wir ihn slippen. An Jesus, seinem Sohn, können wir das erkennen. Gott hat so viel Liebe zu seinen Menschen, dass er selbst zu ihnen gekommen ist, um ihnen nahe zu sein, um ihnen seine Liebe zu bringen. Und er ist in die tiefsten Tiefen des Lebens hineingegangen, durch Jesus. Und in der Tiefe hat er unser Leiden auf sich genommen, das gespürt, das getragen und trägt es mit und hat ein tiefes Verständnis für uns. Und dort, an dem Punkt, ganz unten, da finden wir Halt, wenn nichts mehr hält. Da ist der Haltepunkt für unser Leben. Ich weiß, das löst nicht alle Fragen. Das macht auch nicht Ungerechtigkeit ungeschehen. Aber es heilt die Wunden in unserem Herzen und es bringt Frieden für die Seele. Du kannst zurückkommen, kannst dich neu anknüpfen an den Halt, der hält, wenn nichts mehr hält. Kannst deinen Halt finden, um deinen Platz im Leben einzunehmen. Und wenn du das willst, dann kannst du das durch ein schlichtes Gebet tun, das du sprechen kannst. Vielleicht ähnlich wie das: Hier bin ich, Gott. Du kennst meine Wunden und Verletzungen, die ich im Leben bekommen habe. Ich wünsche mir zutiefst, neuen Halt zu finden. Mach du meine Wunden heil und gib mir diesen Frieden. Ich möchte, dass du Halt bist für mein Leben. Ich möchte mit dir durchs Leben gehen und durchs Sterben hindurch, weil du mich hältst. So kommt es neu zu dieser Herzensbeziehung zwischen Gottes Liebe und deinem Herzen. Und das gibt uns Halt. Mir und dir in unserem Leben. So können wir gut unterwegs sein. Ich möchte ein Gebet mit uns sprechen. Vater im Himmel, danke, dass du der Gott bist, der größer ist als alles. Und du nimmst nicht allen Schmerz und allen Leid aus diesem Leben weg, aber du sehnst dich danach, dass unser Herz in Beziehung kommt zu deinem Herzen und wir dich als lebendigen, liebenden Gott erfahren, als den Halt, der uns auf Position hält, an der Stelle, wo du uns ins Leben gestellt hast. Und ich bitte dich, dass wir das in unserem Leben erfahren. Meine Zuhörer, die Personen, die jetzt vielleicht sich neu mit dieser Sehnsucht im Herzen an dir festmachen möchten, begegne ihnen und sei du ihnen neu Halt. Danke, dass du mir Halt bist in meinem Leben. Und danke, dass du alles, auch uns, in deinen Händen hältst. Amen. Es gibt ein sehr schönes Lied, was davon handelt, von diesem Anker in der Zeit und durch die Zeit hindurch. Und dieses Lied
Das hören wir jetzt. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen und ich möchte diesen Gottesdienst gerne beschließen mit einem Segen. Lass dich mit hineinnehmen. Der Herr umgebe dich mit seinem Schutz auf dem Meer der Zeit. Er schütze dein Lebensschiff vor den Klippen und Untiefen. Er sei dein Anker, er gebe dir Halt in den Stürmen des Lebens. Er geleite dich sicher ans Ufer und schenke dir Frieden. Amen. Das war unser Gottesdienst, gesendet vom Feuerschiff Elbe 1. Schön, dass du dabei warst. Wir von Neun am Sonntag würden uns freuen, wenn du auch am nächsten Sonntag wieder einschaltest. Am 26.07. senden wir nämlich vom Fort Kugelbake, ein wirklich historischer Ort von Cuxhaven, dort, wo die Elbe in die Nordsee mündet. Lass dich einfach überraschen. Jeden Mittwoch kannst du dir bei uns eine Auszeit nehmen. Komm gerne um 18 Uhr in unser Gemeindehaus in der Mozartstraße 21.
Lass den Alltag einfach hinter dir und finde bei Musik zur Ruhe und höre einen ermutigenden Impuls. Du hättest gerne ein persönliches Gespräch? Am Donnerstag kannst du mit Leuten reden, die seelsorgerliche Erfahrung haben. Sie beraten dich gerne in Lebens- und Glaubensfragen. Den Link zu unserem Kanal und weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du unten in der Videobeschreibung. Einfach anklicken. Komm gut durch die Woche. Bleib behütet und gesund. Auf Wiedersehen. Du bist und bleibst. Du bist und bleibst.